Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Oh Gott, ich sehe gerade, ich habe noch vom Stempeln ganz schwarze Pfötchen. Es geht gar nicht recht runter. Sorry. Ja, was habe ich heute für euch? Ihr habt es ja bestimmt schon gelesen in der Überschrift, die ich mir wieder danach ausdenken werde. Und nicht jetzt. Wie vielleicht die, die mich länger schon verfolgen, wissen, habe ich ja zwei Kumpels, die Mädels haben, die von den Müttern getrennt leben und die halt mit ihren Mädels auch immer ganz doll und ganz viel machen. Und ich habe mir wieder was für die drei Weibsen ausgedacht. Der eine hat Zwillinge, der andere hat eine, logischerweise, sonst geht es mit drei Mädels ja nicht auf und zwei Männern. Und ja, habe da jetzt schon die Weihnachtstüten fertiggestellt, damit ich das einfach weg habe und den Jungs das dann auch geben kann. Und da fangen wir einfach mal an. Ich weiß noch gar nicht, wie ich euch das zeige. Eigentlich ist mir gerade ganz doll warm mit Mädels und Jungs. Und Jungs und Mädels. Ey, machen wir mal die Strickjacke ausziehen hier. Oh, Schwitzing in der Hitzing hier. Ja, also ich fange einfach mal an. Ich habe mir die Preise hier rausgeschrieben, damit ich sie nicht auf die Materialien schreiben muss, obwohl bei zwei ist es mir passiert. Ich Platschkopf. Naja, egal, fangen wir an. So, das bekommt die Einmaus, die Disney Fenstersticker. Die steht total auf Frozen. Ja, Anna und Elsa. Mal gucken, ob das mit dem Fokus hinhaut und hier blendet. Na, wunderbar. Dass ich das hier so ein bisschen hinstapeln kann. Vielleicht muss ja auch mein kleiner Kumpel heute mal ein bisschen weichen. Ach, habe ich das wieder super hier eingestellt? Naja, vielleicht geht es ja irgendwie. Ja, die Mädels bekommen die Prinzessinnen-Sticker. Fenstersticker natürlich. Zweimal, ne? Zwillinge, keine Streitereien, kommt das gleiche. Ach. Dann habe ich für die Maus, die auf Rosen steht, die Anna und Elsa Tüte mit Olaf und Sven und habe ich vergessen, wie er heißt. Das ist wohl Mist. Entschuldigung. Ah, naja, die halt dadurch und leider gab es sie nicht dreimal, die Tüten. Da musste ich auf Genie Paradise umsteigen, weil das dann die einzigen Tüten waren, die wirklich, wirklich, wirklich süßelig waren. Also die zumindest da lagen. Da bekommt jeder eine von diesen süßen Tüten. Ach ja, die Fenstersticker. Jetzt habe ich hier Preise. Genau, die Fenstersticker. Da hat jeweils ein Bogen 72 Cent gekostet und die Geschenktaschen haben jeweils eine 83 Cent gekostet. Meine Güte, jetzt vergisst du das auch noch. Dann habe ich in der Weihnachtsabteilung diese Christmas Coloring Activity Books gefunden. Kann man das nicht deutsch schreiben? Ach, Mensch. Ja, mit 50 Stickern. Da schauen wir mal kurz durch. Da können die, ach, das finde ich halt aber gut, dass das ja in den verschiedenen Sprachen ist. Das ist cool. Da sind die Sticker in der Mitte. Ja, und da können die hier so das vervollständigen und rätseln und ja, rumklimpimpern. Wenn es draußen vielleicht nicht so schön ist, dann machen wir vielleicht noch ein paar Seiten von hier hinten. Wow, abblättern. Ja. Ne? Kurz mal hier reingeschnuppert. Also ein Rätselbuch halt einfach. Ne? Und zum Ausmalen und Stickern. Also einmal die Maus. Und natürlich bekommen die beiden Mädels das auch. Dann habe ich ja mal die Stickerbox hier gekauft. Achso, die Coloringbooks kosten jeweils 1,69 Cent. Oh Gott, ich vergesse es hier schon. Wenn man es sich hinten drauf schreibt. Die Stickerbooks haben jeweils 97 Cent gekostet. Da habe ich für die beiden Mädels, die hatte ich mir ja mal gekauft. Da habe ich die mit den Pferden hier.
Und die Kleine war es, also die Mädels sind, ich glaube, 1 oder 1,5 Jahre älter als die Maus, aber das nimmt sich ja, denke mal, nicht so viel. Und die kleine Maus bekommt das Zirkus-Stickerbuch hier. Die kennt ihr alle, die habt in 100.000 Haus schon gesehen. Da blätter ich jetzt nicht nochmal durch. Dann hatte ich ja euch in meinem Weihnachts-XXXL Action Haul ja dieses Christmas Magic Book und das Christmas Sketchbook gezeigt. Die haben jeweils 1,99 Cent gekostet. Da bekommt die kleine Maus eins. Und logischerweise die Mäuse auch jeder eins. Hier kann ich euch ja nicht viel zeigen. Ist ja ein Magic Book. Und hier, da hatte ich euch aber ja schon gezeigt, wie die so, was da so alles drin rumschwirrt. Könnt ihr gerne nochmal in dem Haul reinschauen. Ich blätter bloß mal ganz grob hier durch. Genau. So. Die haben genau 99 Cent gekostet. Dann gab es ja bei Action Neu diese Window-Gel-Sticker. Da bekommt die kleine Maus die Prinzessinnen. Sieht man das überhaupt noch bei dem ganzen bunten Gemähre hier? Und die Mädels bekommen die Einhörner. Jo, die kosten jeweils 69 Cent das Stück. Dann, was ihr auch auf alle Fälle schon kennt und was wir auch schon durchgeguckt haben, sind diese Sticker-Bücher mit den 8 Seiten, die Glitzer-Sticker-Bücher. Die packe ich jetzt auch nicht aus. Die könnt ihr euch in einem Haul von mir nochmal angucken. Ich glaube, bei Bastelwaren, Sticker, Sticker, Sticker oder sowas habe ich, oder Stickerwaren, wie ich das genannt habe. Ich vergesse es sowieso reinzulinken, deswegen sage ich gleich lieber gar nichts dazu, dass ich das reinlinken werde. Genau. Die haben gekostet 99 Cent das Stück. Kommen die Mädels. Dann gab es Pompon Art, Glitter Art und Velvet Art Sets. Die haben jeweils 99 Cent das Stück gekostet. Da gab es leider nur noch dieses eine Pompom Art Set. Das bekommt natürlich, wenn es nur einmal da ist, die Maus. Und dann gab es Gott sei Dank noch das Velvet Art Set mit der kleinen süßen Raupe. Das bekommen die Zwillinge. Und Gott sei Dank habe ich noch von der Glitter Art Sache 3 bekommen. Da bekommen die Mädels. Was? Haben sie genug zu tun? Bei blödem Wetter und bei unserer lieben Coroni-Moni-Angelegenheit hier. Wenn das noch länger gehen sollte und über Weihnachten und naja, haben die Jungs was zu tun, wenn sie mit den Kindern nicht ganz so lange raus können. Entschuldigt bitte. Dann hatte ich euch, habe ich ja meinem Sohn und mir auch schon mitgebracht. Und den Mädels habe ich das jetzt auch mitgenommen. Da kam ein 3D-Puzzletier-Set 59 Cent. Da hatte ich noch einen Schmetterling bekommen. Fliege, hau ab. Und dann noch zwei von den Marienkäferlis. Ja. Genau, dann habe ich weiß, ich bin bekloppt, aber ich sage den Jungs, die sollen das auf Weihnachten und Nikolaus ein bisschen aufteilen. Genau, damit das hier nicht so in der Masse ausartet. Ich weiß, ich habe einen Knall, aber ich habe die drei Mädels ganz doll lieb. Ich weiß, dass die Jungs ganz viel mit denen machen und eben auch basteln. Habe schon Kunstwerke bestaunen dürfen, habe ich mich sehr gefreut. Auch ein Kunstwerk bei der kleinen Maus war der Schrank mit Stickern. Aber egal, dafür ist es ein Kinderzimmerschrank. Das durfte da halt jetzt dran. Dann gab es Sprinkle Art Sets. Da gab es auch nur noch eins von dem. Was kosten die? Ein Set 99 Cent. Logischerweise das für die kleine Maus und die beiden Mäusel hier bekommen natürlich das gleiche, dass es keinen Knatsch gibt. Die fand ich niedlich. Habe ich immer mal so angesammelt. Na? Und dann hatte ich jetzt gesehen, gab es
neu. Das fand ich so süß. Das Ganze nennt sich Entschuldigung. Trockener Hals. Baby Shark. Da gibt es noch mehr davon. Baby Shark Magic Scratchbook mit zwei so einen Stäben. Da bekommen die Mädels logischerweise ja, da jeweils eins. Das sind 25 Seiten drin mit zwei so einen Kratzteilen. Ich fand die niedlich. Dann, und die Maus natürlich auch. Dann gab es die Ausmalbücher dazu mit den Aufklebern. Das ist mir nämlich passiert, das muss ich dann unbedingt noch abdecken, bevor ich es einpacke und vergesse. Das ist ja peinlich. Und zwar gucken wir da mal rein, weil das möchte ich jetzt nicht aufmachen, das ist eingeschweißt, aber das nicht. Und da gucken wir mal durch. Guckt euch das mal an. Die Oma Shark. Ist die geil. Sorry, so süß. Das muss da einfach mit. Kommt, Leute, da gucken wir jetzt mal durch. Wie viele Seiten hat denn das Ding eigentlich? 24 Seiten und zwei Stickerbögen. Ist das süß. Ja, Family Shark, Mami, Papi, Omi, Opi und das Baby. Da fällt mir mal ein, dieses. Nee, wie ging das? Ach nee, ich kann nicht singen. Ich hab die Melodie im Kopf, aber ich krieg sie nicht raus. Peinlich. Oh Gott. Ja, ich krieg's nicht hin. Scheiße. Psst, psst, hab ich nie gesagt. Mist. So. Mach mal weiter. Sonst dauert das Video ja 135 Millionen Jahre. Ja, das Familienfoto und die Mami und da war auch. Und die Oma wieder. Ich finde die niedlich. Total cool. Die Fische da drum, die Seesterne. Ja, versucht der Böse zu gucken. Und ja, da haben wir die Stickerbücher. Hier gucken wir mal die kleinen Rochelis und Quallelis und kleine Garnele oder so nicht. Und da haben wir sie auch noch mal. Huch. Sehr schön. Ich finde sie lustig. So. Durften sie mit. Und dann gab es vom Baby Shark Watercoloring Books. Achso, ja, ich sage euch gleich, was das gekostet hat. Hatte ich gesagt, die Sprinkelsand-Dinger haben 99 Cent gekostet. Genau, die Puzzletiere hatte ich euch gesagt. Ich habe das hier alles auf so einer tollen Liste. Muss ich das mal schnell lesen? Genau. Sage ich euch gleich. Aber ich habe hier mal aufgemacht, klebt das dann auch gleich wieder zu. Da ist so ein kleines Buch drin. Das sind vier Seiten drinne. Reusable. Anscheinend kann man das wieder abwischen. Kein Müll. Coloring mit Wasser. Funktioniert anscheinend so. Wartet, ich klappe das mal so auf. Habe ich jetzt so verstanden? Es ist ein bisschen doof gemacht. Da hinten irgendwo drin. Ich hoffe, die finden den auch. Da ist ein Stift drin. Den schraubt man auf und macht das Wasser rein. Und dann kann man mit. Also, wartet. So, ja. Und dann kann man loslegen. Und anscheinend, wenn man mit dem Wasser hier drüber geht, ich möchte es nicht ausprobieren. Ich habe nur die drei. Wird das dann farbig, ne? Also, man füllt das und malt dann los, ne? Also das ist dann auch so mit wer sucht, findet. Was haben wir hier? Welche Farbe hat der Baby Shark? Ne, anscheinend, ja, hier ist finde alle Goldmünzen. Anscheinend muss man da hier rummalen. Sollen Sie mal ausprobieren, ob das funktioniert, wie es funktionieren soll. Ich pack das jetzt mal wieder hier zusammen. Ich habe nämlich erst nachgeguckt, ob der Stift wirklich drin ist. Den findet man nämlich nicht gleich. Vielleicht mache ich die anderen beiden auch auf und lege den Stift mal so rein, dass der auch mit zu sehen ist. Weil, wie gesagt, den sieht man nämlich erst. Nee, man denkt, da ist der nicht dabei. Und das könnte nämlich nach hinten losgehen. Dann klebe ich das ganz vorsichtig wieder zu. Genau.
So, dann gucken wir mal. Dieses Scratch-Teil, Baby Shark Scratchbuch, hat 1,99 das Stück gekostet. Das Malbuch, das Stück 1,49 und auch das Watercoloring Book 1,49 €. So sieht's aus. So, dann für die Reinigung der Damenwelt darf natürlich nicht fehlen. Sprudeltabletten habe ich gefunden von Disney. Leider auch keine drei gleichen mehr, aber na gut, da kriegt die Mongus eben den kleinen Dumbo. Und die Mädels, wie heißt denn die, das Katzenmädel von Aristocats? Ach, vergessen. Ja, die hat gekostet 1,99 Cent. Die habe ich auch schon länger da liegen, das Stück. Weiß gar nicht, wie lange. Naja, schon 3, 4 Wochen bestimmt. Und eine Kleinigkeit zum Naschen. Da habe ich die Frozen 2 Ü-Eier hier. Das sind 3 Stück drin. Da bekommt jede Maus ein Stück. Hat gekostet 1,79 €. Und jetzt wird es leider ein kleines bisschen vielleicht unfair eurer Meinung nach. Da die Mädels nächstes Jahr in die Schule kommen, bekommen die noch was von mir dazu. Schon mal zum Einstieg in der Vorschule können sie ja schon ein bisschen was machen. Und zwar gab es 4 so eine Art Lehrbücher. Habe ich für die eine Maus und natürlich auch für die zweite Maus. Aber ich zeige sie euch jetzt mal. Einmal Punkte verbinden, Zahlen üben, 1 bis 25. Ja, das kennt man ja eigentlich. Da brauche ich jetzt nicht großartig durchgehen. Aber ich fand die Motive ganz süß. Und hier sind auch. Waren hier nicht auch Sticker drin? Übungsbuch mit Stickern. Bin ich jetzt doof? Ach ja, hier in der Mitte sind die Sticker drin und da gibt es dann hier immer so. Ups, entschuldigt bitte diese Rumpletterei. Ach, das muss euch da völlig im Chaos sein. Seht ihr das? Diese Umrandung und da können sie die passenden Sticker jeweils dazu einkleben und dann die ganze Sache ausmalen. Finde ich ganz niedlich. Das durfte mit. Dann. Die Uhr. Oh, ja, genau, das war auch mit Stickern. Da gibt es dann Sticker für die Uhrzeit. Da kannst du auch mit dem Papa mal ein bisschen rumhantieren. Uhrzeit üben. Ich meine, das ist ja auch noch ein bisschen länger wirksam. Die Maus kriegt das auch, aber später, nicht jetzt nur zu Weihnachten. Die Mädels gehen ja schon in die Schule. Dann das Alphabet. Natürlich auch mit Stickern. Und da gucken wir auch mal so ganz grob rein. Ja, das P, Pilz, Kopf, Mop. Was haben wir hier noch? Das N. Da wird das denn hier was reingeklebt? Klebe hier den richtigen Sticker ein. Und was ist es? Hören und ausmalen. Ja, ne? Und dann noch das Buch Buchstabieren. Bei uns liegen die noch rum. Ich habe es jetzt, ich glaube, schon 2 Wochen da liegen. Aber bei uns liegen die auch immer noch rum. Weiß nicht, ob es die bei euch noch schon gibt. Tut mir leid, dass ich hier ganz ein bisschen hinterherhinke. Aber auf Arbeit viel zu tun. Dann war hier noch nicht alles vollständig. Und ja, was soll's. So what? Wen es interessiert, der darf gern dranbleiben und mitgucken. Ansonsten, I'm so sorry, dass ich zu spät bin. Unfortunately. Ja, genau. EE oder E und Ü oder U. Das ist dann schon ein bisschen was, wo sie schreiben können. Aber vielleicht können sie ja schon einige Sachen üben. Es ist ja nicht komplett schreiben, sondern die Buchstaben abmalen. Finde ich toll. Und dann klebt man halt hier den passenden Sticker halt jeweils dazu rein. Genau. Die 4 Bücher pro Mädchen gab es noch dazu. Die haben, muss ich sagen, 72 Cent das Stück gekostet. Deswegen durften die halt doch mit. So, jetzt verpacke ich mal den ganzen Krempel. Ah, nee, noch nicht verpacken. Ich muss euch noch was zeigen. Ich habe ja noch was gebastelt für die Mädels. So ist es ja nicht. Oh Gott, das habe ich gleich vergessen. Klatsch, bin ich doof. Ich räume das mal aus dem Weg und dann zeige ich euch das noch. Und so. Da bin ich wieder. Und damit die Puppies nicht so arbeitslos sind, habe ich den Mädels noch Adventskalender gebastelt. Und zwar
aus den neuen Action-Weihnachtsblöcken, die ich euch gezeigt habe, und den stückweise noch von dem vom letzten Jahr. Ja. Dann den Stickern, die es mal gab, hier diese 3D-Sticker vom Action. Bling-Bling-Steinchen. Dem Geschenkband, was es jetzt mal gab, was ich euch schon gezeigt habe. So, genau, da mache ich einfach mal auf. Und dann gab es mal so kleine Stickerbücher. Wartet mal. Echt. Kann ich das mal schnell noch greifen? Moment. Bin wieder da. Scheibenkleister. Ah, ich habe hier einfach gerade keinen Platz. Hilfe. Ja, Moment, Moment. Da gab es doch mal diese Sets aus der Kinderabteilung mit diesen kleinen Stickerbüchern. Die habe ich verwendet. Die Zahlen habe ich ausgestanzt aus diesen selbstklebenden hier Kletzergelümpsel. Genau, und dann waren das mal diese, oh Gott, ich habe das alles noch hier ein bisschen liegen gestapelt. Diese 3D-Sticker, habe ich benutzt. Und wie gesagt, dann habe ich noch benutzt Craftpapier. Was habe ich noch benutzt? Das habe ich noch benutzt. Ach, ist das schön, wenn man keinen Platz hat, gerade um sich drum herum. Wie gesagt, die Weihnachtspapiere vom letzten Jahr und Papiere aus diesem Block von diesem Jahr. Dann, wie gesagt, das Band, was es dieses Jahr gab. Genau. Ach, und Moment. Die Schachteln. Dieses Jahr war ich nicht so dumm und habe mich so hingesetzt und Schachteln ausgeschnitten, ausgemessen, ausgeschnitten, gefalzt, beschnitten, zusammengeklebert. Nein, ich habe auf dem Kopf diese Boxen verwendet. Ich habe sie einfach beklebt. Ich danke dir nochmal vielmals, liebe Reni. Verena von Renis Bastelkau-Oase. Mann, dass ich da nie letztes Jahr drauf gekommen bin. Da gab es sie nämlich auch schon. Ha, naja, gut. Lass mal das. Letztes Jahr habe ich mir halt einen weggefalzt und geklebt. Ja, also ich zeige euch das nochmal von nahen. Und dann habe ich die natürlich noch mit. Ich mich auch noch hingesetzt und jedes einzelne Kästchen mit den Distress Oxide. Wie spricht man das denn nun aus hier? Farben. Abandoned Coral und Peacock Feathers. Ach man, schießt mich tot, wenn ich es falsch ausspreche. Jeweils am Rand beinkst. Ja, die Mühe habe ich mir gemacht, wenn man nichts zu tun hat. Ja, dann habe ich hier das Hoddle de Hü noch hingeklebt. So sieht es von außen aus. Und so von hinten. Den habe ich natürlich noch ein zweites Mal gemacht, logischerweise. Und entscheidet sich nur, oh Gott, dass die Mädels das auseinanderhalten können. Also außen ist er total gleich. In Form von, dass hier die Hoddle-de-Hüs unterschiedlich sind. Und dass sie, wie ihr seht, die Farben auf jeder Seite anders sind. Ansonsten sind die nämlich von der Aufteilung gleich. Und ein paar Sticker sind halt rosa und aber ansonsten sind die gleich verteilt, die Sticker, dass da kein großes Gejammere rauskommt. Ne, wenn das schöner. Ja, genau, habe ich zweimal gemacht. Das sind ein paar Oschis. Oh Mann, Leute. Und für die kleine Maus habe ich wollte unbedingt gerne diese Süßigkeiten verbasteln. Ich weiß, Süßigkeiten und Weihnachtspapier. Aber ich fand es irgendwie. Ach, ich wollte es einfach machen. Und ich meine, es sieht niedlich aus. Ich glaube nicht, dass das Kind sagt,
So, jetzt war irgendwas mit der Kamera nicht richtig. Also ich glaube nicht, dass sie sagt, oh, gucke mal, du hast das total blöd gemacht, das passt ja alles gar nicht. Ich habe es auch ziemlich schlicht und einfach gehalten. Da jetzt auch nicht irgendwas mit Christmas und bum 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 da drauf gemacht. Hinten drauf ist das Papier. Ist auch beinkt, genauso wie die, weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, die Ränder hier. Da habe ich, wo es ein bisschen rosa war mit dem Rosa und wo es so ein bisschen dunkler wurde mit dem, sag ich jetzt mal blau, Peacock-Feather oder wie auch immer das alles heißt, rumhantiert. Hier habe ich die pa gleichen Papiere genommen, weil ich die noch übrig hatte. Was will man mit dem Rest ein paar Streifen? Die haben genau gerankt. Und hier habe ich die. Da habe ich zur Außendeko habe ich ebenfalls Mann, Krempel hier. Hilfe. Nochmal. Zur Außendeko habe ich ebenfalls diese 3D-Sticker, halt bloß mit den Süßigkeiten benutzt. Wo ist denn das jetzt? Mein Herrgott. Meine Güte. Hier. Diese benutzt. Dann. Die kleinen Sticker habe ich mir aus dem Süßigkeitenbuch geholt. Da sind die nämlich auch mit den Gesichtern drin. Ja, auf der Seite. Und dann gab es ja jetzt diese Sticker. Und habe ich zwei Bögen gebraucht und habe damit die Türchen hier beklebt. Ich habe hier ein graues Schneemotiv benutzt, weiß gar nicht welches, aus dem vom letzten Jahr. Habe die auch wieder beinkt. Habe die Sticker in der Mitte aufgeklebt und die Zahlen in die Ecken geschrieben mit dem jeweiligen gegenteiligen Farbstift. Es ist alles ziemlich schlicht gehalten, weil die Süßigkeiten schon eigentlich für sich sprechen. Deswegen feigst er ja auch so alleine rum. Hier innen drin ist kein Chipboard oder wie auch immer man das Graupappe nennt. Ich habe einfach Pizzakartons über das Jahr gesammelt, immer mal wieder, weil ich dachte, Pappe brauchst du. Dann habe ich zwei Pizzakartons übereinander geklebt mit Teppichklebeband aus dem Action, damit es dann hier eine runde Sache wird zur Halterung. Das nennt man dann wohl auch noch teilweise Upcycling. Ja, also die Adventskalender bekommen die Mädels auch noch dazu. So. Schwitzing in the Hitzing. Das war ein Palabra-Barber. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Bis hierhin. Ich packe jetzt mal den ganzen Quark noch ein und vielleicht zeige ich es noch, vielleicht auch nee. Oder ich beende das Video. Ich habe keine Ahnung. Ich starte jetzt erstmal bei dir. Ganze Einpackerei. So, habe mich doch entschieden, euch das Eingepackte noch zu zeigen. Das wäre das. Eine eingepackte für die Zwillinge. Das mal so drapiert. Das Papier ist wirklich very niedlich. Das hatte ich ja schon mal in dem Weihnachtshaul oder so gezeigt. Ja, im Weihnachtshaul war Geschenkpapier. Das mit den Mädels. Und das hier hatte ich noch vom letzten Jahr über. Genau. So. Und damit es auch da keinen Knatsch und Ratsch gibt, sind diese beiden. Päckchen. Oh, ich mit meinem, ja, naja. Es ist mein Schlumperjäckchen. So sind die auch gleich verpackt. Ohne Theatermemadung. So, jetzt werden die noch hier in die Tütchen hier gesteckt. Die habe ich mir schon aufgemacht und aufgestellt. Und dann kann das weitergegeben werden. Ja, und dann natürlich nicht zu vergessen, die beiden Kalender. Da habe ich für den Herrn Papa die Info reingeschrieben, dass er mich doch, dass er ja, auspacken musst du mich ein ganzes Stück vor dem 1.12. Warum? Ich bin selbsterklärend. Das Ganze zweimal. Und dann hatte ich noch ein Päckchen, die habe ich zu weit zur Seite geschoben, vergessen. Das in dem Fall zwei Päckchen. Das sind die Shark-Malbücher und Kratzbilder da drin. Genau. So, jetzt sind das, jetzt tue ich das hier noch in die Tütchen. Die anderen Sachen sind schon drin. Und ja, Abflug dort, wo es hingehört, nicht?
Da war mir doch schon wieder die Kamera ausgegangen. Ich habe ebenfalls die Sachen für die kleine Maus zusammengepackt. Da ist es natürlich egal, wo welches Papier drumherum ist. Ich habe alle drei Papierrollen aufgebraucht. Zwei hatte ich, wie gesagt, ja frisch gekauft. Eine noch vom letzten Jahr hat genau gereicht. Finde ich richtig cool. Und auch hier habe ich den Adventskalender verpackt und mit dem Spruch versehen. Wird jetzt alles wie erklärt, schon in das Tütchen gepackt und dann bringe ich es da noch hin, wo es hingebracht werden muss. Na? So, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen und euch vielleicht auch ein bisschen Ideen gebracht. Keine Ahnung. Wie gesagt, die zwei Babsis müssen dann halt sehen, was sie zu Weihnachten, was sie zum Nikolaus rausrücken. Die Kalender müssen sie selber befüllen, weil ich nicht weiß, wie viel Zuckerkram etc. pp. Da rein darf. Da hänge ich mich nicht rein. Und ich würde damit einfach mal sagen, ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, einen schönen Start in die Woche oder ins Wochenende, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Und ich sage tschüss, ciao, ciao, tschüss.